So Leute, wir sind gelandet. Ja. Und ich zeige euch jetzt mal mit der Drohne, wie die Lage hier aussieht. So, ihr seht das. Hier unten ist die Waffenkiste, die wollen wir natürlich auch noch mitnehmen. Da läuft einer. Die Rocklady hat schon alle. Vielleicht sollten Sie ruhig sein, Sie buffern gerade, dann erkläre ich das kurz. Achso, ja gut. Also, hier seht ihr die Waffenkiste auf der Seite und da drüben seht ihr den Heli, den wir klauen sollen, da so. Und wir haben jetzt vor, natürlich sneaky, die Waffenkiste erstmal Waffenkiste sein zu lassen und hier hinten über diesen Pfad da hoch und uns den Heli zu holen. Praktisch über die Seite kommen. Das heißt, wir müssen einmal auf die andere Straßenseite. Ich meine, Herr Ochsen, wir könnten eigentlich auch unten an der Panzer die Waffenkiste holen, weil da sind ja nur zwei Leute. Ja gut, wenn wir den einen hier unten weg und die Gefahr besteht, aber dass man uns von da oben sieht. Das heißt also, dann müssten wir erst den Sniper wegmachen. Da oben. Ja gut, dann fangen wir oben an. Und wenn wir oben alles frei haben, dann könnten wir ja so als Bonus noch schnell die Waffenkiste holen. Das meine ich ja, weil das sind, also im Extremfalle sind das sechs Leute, die da oben stehen am Heli. Mhm. Wenn wir die alle weg haben, leise, dann können wir da oben den Sniper oder den Sniper müsste sowieso zuerst weg. Aber das schaffen wir von hier unten nicht. Ich bin schon auf dem Weg, kommen Sie mit? Ja, natürlich. Das ist passen Sie so. Nur auf der Straße aus, es kann sein, dass da ein paar Tangos rumfahren. Tangos? Ja. Dann rennt man einfach. Sprung! Ja, Opa. Ich warte mal, das kann man bei der Bundeswehr. So, marsch, ne? Ja, und Sprung über die Straße auf jeden Fall, wenn wir was über. So. Links. Schwenk. Jawohl. Jetzt. Wir müssen ein bisschen weiten Bogen machen. Ja. Damit wir da sicher sind. Das heißt also, wir schneifern jetzt gleich erstmal alles weg. Mhm. Was am Heli steht. Ja, und den. Ja, nicht so hoch, nicht so hoch. Komm wieder zurück, sonst triffst du nichts. Ja. Wo willst du denn hin? Ja, ich. Hier ist ein Pfad. Ja, ein Pfad. Hier ist der Pfad. So, wir müssen weiter hoch. Hier ist der Pfad. So hoch. Ja. Hier da oben hoch. Hier der Pfad sein. So. Wir sind aber zu weit weg. Finde ich auf jeden Fall. Viel zu weit weg. Ich nehme nochmal mein Fernglas. Ja, von hier triffst du nichts. Wir müssen noch weiter nach. Den Sniper könnten wir wegmachen. Ja, das ist doch schon. Zusammen. Mal. Dann los, kommen Sie her. Warten Sie, ich komme zu Ihnen. Auf meine Höhe. Jawohl. Ich ziele, aber der bewegt sich gerade. Ja, der bewegt sich wieder. Ich muss eben das andere Gewehr nehmen. Ja, der bewegt sich. Gewehr, habe ich gesagt. Können Sie vergessen. 249 Meter. Ja, jetzt ist er hinterm Gebäude. Ja, ich bin wieder ein Heli. Ja, das macht nichts. Kacke, von hier oben kannst du gar nichts machen. Könnte noch einen weitergehen. Da müssen wir ja. Kommen Sie mal hier oben hin. So, hier ist die Straße. Ja, ich bin nicht an der Straße. Ich weiß nicht, wenn da Mann. Ja, etwas runter. Wir müssen uns den Sniper schnappen. Das ist das Problem. Ja. So, Sniper ist jetzt draußen. Moment, ich muss eine andere Position haben. Also der ist drin, im Gebäude steht der, ist nicht draußen. Könnte den durchs Fenster. Bereit? Ja. 3, 2, 1, Schuss. Down. Ziel eliminiert. Okay, runter. Ein Stück runter. Wir können hier oben. Warte mal. Wir können auch von hier aus sehr gut schießen. Ja, ich komme von hier oben. Du bist hier da hinten? Hier ist eine sehr gute Position. Ja, wenn du meinst. Ich finde die Position, wo ich bin, besser. Oder wir gehen ganz nah ran. Da müssen wir kriechen. Ich lege mich jetzt mal hin. Ja. Ich bin ja schon oben. Oh, ich sehe es. Weil der Sniper ist ja weg. Könnte ich die zum Beispiel an einer Straße wegmachen. Zum Beispiel. Das ist so meins jetzt. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Bei den anderen sehe ich nicht gerade, aber der im Gebäude, da steht einer am Gebäude, den könnte ich wegmachen. Mit dem Helm. Ja, warten Sie, ich komme. Jetzt ist er natürlich wieder reingegangen.
der andere ist. Der ist tricky. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Heli. Ja, die Gefahr besteht, dass die anderen das mitkriegen. Das ist es ja. Die Gefahr besteht ja immer noch. Und ich habe nicht freies. Habe ich einen Schalli auf meiner Knarre? Also nein, das? Nein. Sie haben keinen Schalli drauf. Er sagt, da ist kein Schalli drauf? Nein. Müsste Ihnen auch angezeigt werden, ob Sie einen Schalli drauf haben. Nee, ich glaube, die hat überhaupt keinen Schalli. Die haben ja auch eine andere Knarre. Die haben ihre Sniper-Knarre gar nicht in der Hand. Nee, das ist auch nicht Sniper. Nicht, weil die Sniper die macht nach jedem Schuss Pause. Das nervt. Da kann ich da nicht rotzen. Und ich möchte gerne rotzen. Ja, dann sollen Sie da mal schnell einen Schalli drauf machen. Ich hab da keinen auf. Ja, dann müssen Sie sich eine andere Knarre nehmen. Oh, ich kann hier keine. Ja, die brauchen Schalli auf jeden Fall. Ich muss hier irgendwie runter. Oh, da unten kommt einer. Ja, ist doch nicht schlimm. Der geht können immer rauf. Können Sie den erledigen? Den hier unten? Das sieht doch jeder. Ach so, okay. Ja, ich sehe das gerade nicht. Ich sehe nur, wie der läuft. Lassen Sie auf, ich nehme die Pistole. Na komm. Ich kann den hier unten erledigen. Wir sind am Buffern, ich höre nichts. Ja, ich kann den erledigen. Hier unten. Ich verstehe nicht. Den da unten? Ja. Beide unten? Ja, die kann ich beide wegmachen. Ja, warte. Du den rechten. Wie den rechten? Ich habe nur einen vor mir und einen dahinter. Tango getroffen. Okay, sind beide weg. Ja, danke, dass du mir nichts sagst. Ja, hier blinkt gerade einer. Warte mal, bis der. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich komme jetzt zu dir hoch gleich. Ja. Ich kann alle drei hier vorne erledigen. Alle drei. Ja. Die am Heli stehen. Ich muss sie. Das kam mir zu nah. Scheiße. Pass auf, da ist nur einer. Zwei sind da noch. Ach komm. Los, komm! Ich liege. Mach den weg. Ja. Mach den weg. Miri, mach den doch weg. Ja, der ist hinterm Waffenstand. Ja, dann geh doch hin. So, jetzt hol mich und dann ab im Heli und weg. Komm. Schnell. Ich bin dabei, ich werde aber auch beschossen. Von wem denn? Da ist doch gar keiner. Ich weiß nicht von wem. Ich weiß nur, dass ich beschossen werde. Von oben. Ich liege. Ja, danke toll. Schön. Ganz toll. Ja, war schöner Vorbereitungs, aber wir sind halt schlecht und dementsprechend. Ja. Aber ihr habt gesehen, es war eigentlich ganz gut, aber ich hätte nicht. Aber die sind hochgekommen, die hätten mich ja irgendwann gesehen und dann wäre es so vorbei gewesen. Wir sind schlecht. Ja, absolut. Deswegen machen wir das ja nochmal. Genau. Weil wir so schlecht sind. Und ihr bleibt dabei. Wenn ja, weil du auch die falsche Knarre hast, Mann. Das ist das Problem. Da, die sind immer noch da. Los, aufklären. So, ich gucke jetzt nochmal wegen meiner Knarre. Ja, mach das mal. Ich kläre auf. Ich habe das Sturmgewehr Ritmo, weil da ein Unterlauf drunter ist. Ja, den du aber nie benutzt. Doch, und die sind schon wieder am Äumeln. Ja, das ist mir egal. Hab noch einen. Macht fünf. Aber ich kann hier natürlich jetzt keine Waffe ändern. So, ich habe die aufgeklärt. Ich guck nochmal, ob hier ein. Da ist ein Schalli drauf. Da ist kein Schalli. Moment, stopp. Das ist die falsche Waffe. Hier musst du noch irgendwo einer sein. Das ist eine Mündungsbremse. Ja, aber große Schnauze, ne? Schalli drauf. Gar nichts ist da. Ja, ich habe nur den Schalli gesehen. Ja, das ist doof. Nächstes Mal muss ich mir was anderes sagen. Alle aufgeklärt. Warte mal. Sekunde. Hier ist ein Schalli drauf. Aber ich weiß nicht, was das für eine ist. Eine SR. Aber die hört sich nicht gut an. Welche haben Sie denn im Einsatz? Moment, ich schau mal nach. Als Sturmgewehr? Ja, G36. Die haben das G36 und haben da alles Mögliche drauf, ja. Schalli drauf. Ich habe ja auch den Dings, den Granatwerfer da drauf. Ich wundere mich, dass ich das hier so im Gelände so auswählen kann. Ja, warum denn nicht? Okay, dann mal eben. Leute, zweiter Versuch.
Ja, warten Sie, ich mache eben hier Zieloptik. Was haben Sie für eine... Ist egal, Panoramavisier. Eigentlich scheißegal, aber ich nehme mal... Panoramavisier wäre vielleicht besser. Unterlauf hat er auch, einen Granatwerfer, genau. Da musst du dann mit rechts zielen und dann auf V drücken, dann schaltet der dann um. Ja, das war, kenne ich schon. Schiene hat da noch ein Laservisier auch drauf. Wow. Und Unterlauf habe ich den Granatwerfer ausgewählt. Alles klar. Dann. Ja, den Granatwerfer, den benutzt man ja halt nur, wenn ziemlich eng wird. Aber ansonsten machen wir das nicht. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt. Ja, dann los jetzt, komm. Ah. Selbe Position wie gerade. Jawohl. Damit wir erstmal den Sniper wegmachen können. Verstanden. Ja. Das wäre schon ganz wichtig. Jawohl. Und jetzt aber in Ruhe. Jawohl. Und nicht wieder so eine Hektik. Jawohl. So, den Sniper können wir wegmachen. Ich bin ja in Position. Warten Sie. Ich bin noch nicht da. Ich habe noch ein paar Bömskes davon. Machen Sie doch schneller, ey. In Ruhe haben Na, sie aber nicht hinlaufen. Mann, wir wissen doch, wo die alle sind. Und diesmal kümmern wir uns erstmal alle um die am Heli. So, Sniper. Bereit? Ja. Und weg. Ja, wenn ich sag bereit, dann bereit. Ich warte auf ihr 3, 2, 1. Und ja, also, wie, kommt mach nichts. Ich nicht mehr. 3, 2, 1 gibt's den ja bei mir. So. So, Angelknarre nehmen. Wollen sie ja. Und jetzt geht's los. Hinlegen. Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten. Jetzt ist für mich günstig. Jetzt kann ich sie alle drei wegmachen, weil jetzt passiert uns nichts mehr. Unten, oder? Ja, was? Unten. Bereit? Ja, warten Sie, komm hier. Ja, komm jetzt, komm. Ja. Ich nehme den hier vorne. Hinten die drei, ne? Ja. Okay. Und Nummer drei, jawohl. Dauert viel zu lange. Wir könnten jetzt theoretisch eben die Waffenkiste holen, oder? Ja, jetzt bist du doch einmal hier oben. Ja, stimmt auch wieder. Bleib mal unten liegen, ich rutsche noch ein bisschen weiter ran. Der eine kommt hier gerade hoch, ja. Warten Sie mal. Ja, der kommt nicht hoch, der guckt nur. Die haben es ja nicht mitgekriegt. Mhm. Ich wechsle meine Position. Ja, ich war ein Heli. Ja, müssen die nur alle wegmachen jetzt. Weil unten ist keine Gefahr mehr. Dann halten Sie das von oben in Stellung, die rechte Seite des Helis. Ich kletter runter und versuche an. Da ist ja wohl ein Durchgang. Dann gehe ich da unten rein. Was willst du denn jetzt da unten? Ratzifatzi machen. Ja, wie Ratzifatzi? Ich bin doch in Position. Ja, wenn Sie die wegmachen können, ich kann sie nicht. Ich habe hier noch so ein paar. Ja, aber ich muss. Ich lade nach. Ja. So, der eine bewegt sich jetzt. Ja. Jetzt habe ich noch drei. Die bewegen sich alle. Ja. So. Halten Sie die drauf und lassen ja, Sie wen? Keine... Miri, ich brauche eine genaue... Das ist scheiße, was du... Du erzählst mir nichts. Pass auf, der kommt dir doch genau entgegen. Ich bin jetzt da. Ja, und? Wie willst du die wegmachen? Sie snipern von oben und holen alle die zum Heli-Rennen weg. Oder mit dem G36. Bereit? Also. Ja. 3, 2, 1, Schuss. Abschuss bestätigt. Einer noch. Ach, dieser eine. Trifft sie noch. Sie haben mir nicht gesagt, dass... Oh, ach, scheiße. Kommen Sie beeilen. Los. Jawohl. Was habe ich Ihnen nicht gesagt? Sie haben mir nicht gesagt, dass das eine Einzelschusswaffe ist. Ach, das kannst du doch umstellen. Okay. Meine Güte. Los, einsteigen. Los und weg. Rebellos machen auch was. Mach! Wir werden beschossen von den Fahrzeugen da unten. Ja. Und das sind keine Rebellos, die da schießen. Mach! Ja, ich bin dabei. Was soll ich denn machen? Kommt hin. Achso, das sind jetzt die Rebellos. Ja, ach, Rakete im Anflug. Ja. Runter. Ja, runter. Runter. Ja. Ach Mensch, Leute, das ist so gemein. Raus! Mit diesen. Ich hole mir jetzt erstmal die Waffenkiste. Tschüss. Ich bin tot. Ja, super, aber dann wird er wieder sitzen geblieben. Ich komme da noch nicht mal rein. Oh Mann, ey, so eine Scheiße. Boah, wie schlecht, ey.
Wir sind wirklich schlecht. Das geht doch gar nicht. Das wird morgen früh wehtun. Vielleicht sollten wir das gar nicht spielen. Das ist natürlich auch. Echt? Vielleicht sollten wir. Vielleicht sollten wir auch noch ein drittes Mal. Ja. Leute, ich weiß, es ist langweilig. Ich muss jetzt erstmal ein Bild machen. Ey. Ich mache jetzt erstmal ein Foto. Wo müssen wir hinhalten? Wir sind so schlecht. Jetzt sind wir hier. Warum sind wir eigentlich? Bleib stehen! Mann! Da ist einer, der kommt auf uns zu. Ja, ist mir doch scheißegal. Wir gehen doch jetzt gleich eh kaputt. Ja, dann nicht. Dann hau ab. Ich bin halt alleine. Fertig. Brauch dich ja nicht für Bilder. Kann ich auch alleine machen. Wir müssen auf die andere Seite. Guck mal, die haben unseren Heli auch. Das ist wie schlecht, ja? Ey. Wie schlecht ja, du wir bist. Sind so schlecht. Du bist schlecht geworden. Warum bist du denn so schlecht? Oh, seid mal ruhig. Sie buffern hier ohne Ende. Ich hab die alle weggemacht. Alle. Und dann schafft's es nicht. Ah, Mann, ey. Wieso habe ich denn bei der komischen Knarre Einzelschuss? Das geht gar nicht. Du kannst es doch umstellen. Ich mache es gerade. Alles gut, habe ich. Was hat mich jetzt ein bisschen verwirrt? Ja, dich verwirrt das immer sehr schnell, ne? Da drüben ist einer. Ja, da sind mehrere. Der kommt gerade. Wir müssen die Scheiße nochmal machen. Ja, wir müssen erstmal auf die andere Seite. Ja, aber das ist doch erledigt. Heli steht doch hier. Was ist denn mit dir nicht richtig? Legt sich wieder hin. Heli. Ah, ne Heli, komm. Ja, wenn der uns sieht, ist ein Unidat-Heli. Ja, was meinst du, was jetzt hier ist? So, einmal Rückseite. Ach, einmal Rückseite. Mach einmal auf die andere Seite. Schnauze voll, ich mach die alle weg. Ja. Schnauze voll. Oh, bitte nicht auf diese Art. Doch, ich mach die jetzt alle weg. Halten Sie. Die Mission ist doch eh erledigt. Die kommt doch wieder. Ja, aber doch nicht jetzt, wenn du hier rumrennst. Außerdem komme ich hier nicht raus, weil hier überall sind. Ah, die Rebellen kommen da schon. Ich komme hier gar nicht raus. Die sind doch vorhin hier rausgekommen. Die waren drüben auf einer Hi, Seite. Wer hat mich denn da gesehen? Du? Da oben. Ah, wer bist du denn? Ziel eliminiert. So, weg bist du. Ich hole mir jetzt die Waffenkiste. Aber ich komme ja nicht raus hier. Ich komme ja aus diesem scheiß Gebiet hier nicht raus. Du kommst ja über den Zaun nicht rüber. Das ist gut, ne? Ja, super. Das ist richtig gut. Hier kommt ein Medikamentenkonvoi. Wir sind gefangen im eigenen Medikamentenkonvoi. Ja, das ist schön, dass wir ein Medikamentenkonvoi ist, aber wir kommen hier nicht raus. Aber sie haben nur gesagt, wir haben Unterlauf. Warte mal. Ich hab da so eine Idee. Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Blöder Penner. Aha. So benutzt du deinen Unterlauf? Wahnsinn. Ich hab gar nichts gemacht. Wahnsinn, du bist echt wahnsinnig, ne? Nicht schlecht, ey. So. Jetzt habe ich meinen Unterlauf benutzt. Ja, komisch. Schon sind wir draußen. Wie sind draußen? Ach, warum machst du das nicht noch weiter weg? Ja, damit die das nicht hören, sie ihn. Ich will ja nicht hier auf dem Präsentieren, ne? Leute. Kommen Sie, wir holen uns jetzt im Endeffekt, wenn du das jetzt machst, ne, ist das gleich sowieso wieder da. Oder ist die Kiste dann weg? Wir holen uns jetzt das Waffenteil. Ja, wir sind schlecht, Leute, ich weiß. Ne? Sony hat recht. Wir sollten besser aufhören zu spielen. Aber, nochmal, ich muss nochmal was erwähnen. Es ist, das, was er vorschlägt, ist ja ganz toll, aber das ist nicht unsere Spielweise. Ja, das ist immer schwierig. Es ist nicht unsere Spielweise, hier so durchzurushen und das zu machen und das. Um ich will der Beste zu werden oder sonst irgendwas, da haben wir gar keinen Bock. So, ich hab das Waffenteil. Ich lad mal nach. Hier ist noch eine Nachschubkiste. Hier, lad nach. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Du sollst Munition holen. Ja, mach ich. So, der Heli ist aber down. Da ist nichts mehr zu holen. Deswegen können wir hier auch gar nichts machen. Das stimmt. Panzerfahrzeug. Da sind aber Dateien, die können wir noch mitnehmen. Wo? Kommen Sie mit. Wo sind die denn? Im Turm. Hinterm Turm. Echt? Am Turm, ja. Und hier ist noch Nachschub, hier oben. Echt? Ja, die Rebellen haben gut aufgeräumt, muss ich ja sagen. Ja, die haben alles weggemacht. Ja, Nachschub. Ich geh mal zum Turm hoch. Kommen wir da von hier aus hoch? Nö. Sie müssen ein Taxi rufen. Um darauf zu kommen. Verstehen Sie? Sie verstehen schon, ne? Frustriert, ich merke das schon. Ein frustrierter Mensch sind sie. Dann gehe ich mal in den Turm, ne?
nicht, aber also ich komme auch. Ich bin schon im Turm. Machen Sie jetzt hier nicht wieder alleine? Doch, alles. Ich mache alles alleine. Ich bin ein Singleplayer. Ja, ich merke das schon. Dokumentos. Habe ich genommen. Wo sind die? Ja, hier. Drin oder draußen? Oh. Ach, da drin. Ja, sagen Sie das doch. Drin oder draußen? Bei mir sind jetzt keine. Gehen Sie mal weg da. Die lagen hier am Boden. Da. Da lagen die am Boden. Ach so, da sind die. Okay. Jawohl. Ja, Leute, ich mache jetzt noch mal ein schönes Foto von hier oben. Gehen Sie doch mal zusammen. Gehen Sie weg. Und dann würde ich mal sagen, Leute, das war... Warten Sie, bis die Nachrichten hier weg sind. Scheißdreck, was wir gemacht haben wieder. Und da würde ich mal sagen... Ja, ist ein bisschen doof gelaufen. Ich hätte gern den Heli da genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, jetzt haben wir das Waffenteil nicht. Wir können ja jederzeit wiederkommen. Klar, dann sind die ganzen hier wieder da. Hier da. Aber, naja, gut. Warum? Ich verstehe... Was ich nicht verstehen kann, ist... dass plötzlich in den Panzerfahrzeugen da unten, dass da Leute drin waren. Wo die hergekommen sind. Mhm. Das habe ich irgendwie nicht so richtig begriffen. Oh, Rebellen greifen auch wieder an. Guck mal, wie die sich formieren. Mhm. Ja, da kommt ein Wagen hier. Die Straße runter. Wir sollten vielleicht ein Schiff hinlegen. Warum denn? Oh, aus dem einfachen Grund, weil der gerade... uns angreift. Und da kommt noch ein Wagen. Wir machen mal eine Schnellreise zu unserem Außenpost. Ne? So, der Wagen ist schon mal platt. Lorde Oro Charlie, was halten Sie? Ich lade mal nach. Obwohl, nee, hier ist noch besser. Warten Sie mal. Da kommt noch ein Unidad-Auto. Warte mal. Scheiße. Guck mal. Wir können nichts machen. Okay, jetzt könnten wir was machen. So, ich habe die mal alle weggemacht, die Unidad. Sie sind ein Held. Ja, sicher. Da kommen noch zwei Autos, aber wir können nichts machen, weil wir können nicht wegfluppen. Weil wir im Kampf sind, oder was? Genau. Da kommen noch drei Autos. Ja, Sie haben doch Unterlauf, oder nicht? Ja, oder können Sie das nicht benutzen? Ja, gucken Sie mal. Kann Sie doch. Und den hier unten? Wo ist der? Ist schon weggefahren? Moment, der ist doch hier. Alter, kommt da hoch. Mach. So, ich glaube, ich gehe runter. Ich hole mir mal neue Munition. Hä? Wer schießt denn da noch? Eigentlich ist da doch keiner mehr, der schießen könnte. Mhm. So, ich gehe jetzt aber da runter. Da kommen wieder Heli und da kommt alles. Heli und alles? Oh ja, den hole ich jetzt runter, den Heli. Da, das wollte ich schon immer machen mit meinem Unterlauf. Komm mal her, mein Friend. Bleib doch mal stehen. Nur stehen bleiben. Das tut mir aber leid. Da unten auf der Straße sind auch noch welche. Ja, die kommen gerade hochgelaufen. Die kommen hier hoch. Ja. Die kommen alle hoch. Na, dann wollen wir doch, oder? Na, nett. Nett. Dann warten wir doch mal hier eine Treppe, oder? Dass die alle hochkommen. Was halten Sie denn davon? Hm. Dann kommen Sie mal. Aber die rennen alle auf der Straße rum. Ja, die lassen sich nicht verlieren. Ja, wir können jetzt nicht abhauen, weil wir im Kampf sind, ne? Hm. Hä? Wer bist du denn? Einer ist down. Aua! Weiter ist down. Da ist noch jemand rum. Da kommt wieder ein Auto von der anderen Seite. Ja. Ich versuche den einen da mal zu kriegen. Ich komm jetzt von da. Den habe ich auch. Alter, die schießen auf Zivilisten! Ja, die schießen auf alles, was sich bewegt. Kann doch nicht sein. Die schießen auf Zivis. Ich hab da auch Granaten dabei. Warum werfe ich die denn nicht? Warte mal. Jo! Granate fliegt. Nehmt das. Oh ja, da hat nichts gebracht. Ein bisschen weiter werfen. Ja, da. Granate kommt. Oh. Komme mierda, culeros. Na? Na, du auch? Du auch sterben? Ja, komm mal hin. Alter, Robert, ich kann dich nicht treffen, aber du mich, ne? Oh, die Schrottlady liegt. Was ist das denn? Ja, der hat mich hier gerade so ein bisschen angeschossen. Einmal? Guck mal, ich hab die Stange im Kopf. Was hast du? Eine Stange im Kopf. Eine Zange im Kopf? Ja. Wieso hast du denn eine, ach, eine Stange im Kopf? Ja, und da steht da unten der Typ.
Na komm. Oh, vielen Dank. Oh, Heli. Doppelheli. Ja, komm. Hier wo ist. Da über uns. Was bist du denn für ein Heli? Ja, hör mal. Ui, der ist aber runtergefallen, wa? Ja, oh, jetzt kommen aber viele gerannt. Jetzt habe ich nichts mehr. was ist das für eine Folge? Ich weiß nicht, wir sollten hier weg. Ja, wir können ja nicht weg. Wir können ja keine Schnellreise machen. Wir werden jetzt einfach runtergehen oder ich weiß nicht. Ah, ich liege. Du auch? Nee. Nein, ich nicht. Aber die kommen wahrscheinlich jetzt hier alle hoch und dann liege ich auch. Helf mir doch. Helf mir doch. Die kommen nicht. Guck mal, die kraucht auf. Ist das eine Schissbuchse, Leute? Das gibt's doch gar nicht. Die kraucht, ey. Guck, die Scheiße in der Hose. Verdammt, das komm, wir gehen jetzt runter. Wir lassen uns jetzt abknallen, komm. Jetzt kommen wir hier gar nicht weg. Komm. Hallo, ist dann schon jemand hier? Weil ich brauche Munition. Hallo, ist hier jemand? Oh, wer bist du denn? Du bist doch an mir vorbeigelaufen, oder? Warum knallst du mich denn nicht ab, Doofen? Wo bist du denn? Komm runter! Ich komme gekrauchelt. Da ist wieder ein Heli. Soll ich den Heli mal eben... Wie ich wollte herkommen. Ich will ja nur ein bisschen Luft haben hier. Hey, du! Oh! Warum schießt du auf mich? Oh ja, ich bin endlich tot. Lass dich umbringen, bitte. Dann können wir die Folge endlich beenden. Der Heli ist weg. Lass dich töten. Nein, warum denn? Wir geben nicht auf. Doch. Oh, ich werde ja gerade angeschossen. Von wem denn? Noch ein Heli? Ich lieg doch unten. Da ist noch ein Heli. Na endlich, Gott sei Dank. Ja, Leute. Das war mal ein bisschen Schwachsinn, was wir gemacht haben. Was wir eigentlich immer machen. Immer Schwachsinn, nicht wahr? Ja, weil wir halt schlecht weil sind. Wir schlecht und da sind wir stolz drauf. Ja, aber wir haben zumindest das Waffenteil. Ja. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wo wir jetzt wieder gespawnt werden. Vielleicht, aber wir können dann eine Schnellreise nach Bravo machen. Da haben wir dann auch wieder ein Heli. Und dann könnten wir eventuell da noch weiter agieren in der nächsten Folge. Aber bleibt nach eben noch da. Ich guck mal eben, wo wir hinreisen. Oh, ich bin direkt am Turm. Was? Ich bin direkt da. Nein. Doch. Nein! Doch. Nein! Doch! Nur von der anderen Seite! Ach so, da! Du auch! Ja, ist der Heli denn wieder Duck da? Guck dich doch mal! Ja, der Heli ist wieder da zum Klauen. Ich hab das jetzt mal angenommen. So, Leute, aber ja. Ich lege mich jetzt hin und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!